herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass Sie mal wieder absagen müssen. Nein. Diesmal nicht. Ich freue mich wirklich sehr. Mein Kollege, Herr Klein, der kann natürlich nicht kommen. Das Büro bleibt besetzt. Das ist Sophie Lauer. Sie ist Psychologin. Sie arbeitet sehr oft mit uns. Ja, seien Sie herzlich willkommen. Bleiben Sie. Mutter? Bist du noch im Büro? Ich habe auf einen Anruf gewartet, der nicht gekommen ist. Ich bin in einer halben Stunde zu Hause. Bleiben Sie noch länger hier? Ja, ich bin noch ein bisschen hier. Schließen Sie alles ab. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Bleichröder. Ja, der Wagen für Herrn Bleichröder, bitte. Hallo, wollen Sie was von mir? Polizei? Harry? Tut mir leid, Stefan, dass ich dich stören muss, aber wir haben einen Toten. Ich hoffe, ich habe euch nicht den Abend verdorben. Nein, das Konzert war gerade zu Ende. Ja, ist ja gut. Der Tote heißt Randolf Bleichröder. Wohnt hier in diesem Haus. Die Frau, die da in der Tür steht, das ist seine Mutter. Das ist sein Wagen. Er ist aus dem Wagen ausgestiegen. Ja, da muss irgendetwas passiert sein, was ihn veranlasste, sich umzudrehen. Weil er ist von der Straße von vorne erschossen worden. Er lebt hier zusammen mit seiner Mutter. Er steht die ganze Zeit an der Tür, sagt kein Wort und steht nur da. Macht keine Aussage. Nee. Ich meine, Sophie, vielleicht kriegst du mehr aus ihr raus. Wer sind Sie? Oberinspektor Derrick, Leiter einer Mordkommission. Ist das Ihre Arbeitskleidung? Ja. Nein, natürlich nicht. Ich war eingeladen. Ich wurde dann telefonisch abgerufen, hierher beordert, um meine Arbeit zu tun. Keine schöne Arbeit. Nein, keine schöne Arbeit, ne. Sie haben eine Dame bei sich. Ja, das ist eine Kollegin. Sie arbeitet als Psychologin im Polizeidienst. Dann sind Sie also in der Lage, Menschen zu beurteilen. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der darauf mit Ja antworten könnte. Sehr gut. Denn das soll wohl heißen, dass man sehr vorsichtig sein muss in der Beurteilung anderer Menschen. Ja, weil die Beurteilung nur möglich ist, wenn man in das Unterbewusstsein vordringt. Und das ist ein schwieriges Feld. Sie geben nichts auf erste Eindrücke. Manchmal ja, aber nicht immer. Ihr erster Eindruck, der mich betrifft? Sie sehen eine Frau, die eben ihren Sohn verloren hat und die nicht dem Bild entspricht, das man erwarten kann. Ich klage nicht, ich weine nicht,
Ich zeige keine Erschütterung. Doch, die zeigen Sie. Wie zeige ich sie? Mein Eindruck ist, Sie zittern am ganzen Leibe, ohne es zu zeigen. Ich gratuliere Ihnen zu dieser Mitarbeiterin. Aber bitte. Und jetzt stellen Sie Ihre Fragen, bitte. Ja, Sie hörten den Schuss, der Ihren Sohn tötete, dann gingen Sie hinaus. Und dann hörten Sie einen Wagen wegfahren? Ich sah nur rote Lichter, ich konnte den Wagen nicht erkennen. Und ich weiß natürlich auch nicht, wer ihn gefahren hat. Haben Sie einen Verdacht, eine Vermutung, wer der Täter sein könnte? Nein. Können Sie sich irgendein Motiv vorstellen? Sehr viel. Mein Sohn war kein guter Mensch. Vielleicht können Sie mir gelegentlich sagen, was das ist, ein guter Mensch. Sein Tod wird nicht sehr viele Leute veranlassen, Tränen zu vergießen. Ein direktes Motiv kennen Sie nicht? Auch nicht Personen, die mit einem direkten Motiv in Verbindung zu bringen wären? Nein. Wieso sagen Sie eigentlich, dass Ihr Sohn kein guter Mensch war? Ich frage mich, und ich weiß, dass ich mich auf einem schwierigen Gebiet befinde. Ich sage mir, liebe Frau Bleichröder, Sie haben einen Sohn, für den die Worte Liebe und Güte Fremdworte sind. Mitleid und Erbarmen, Fremdwort. Und ich sage mir, Frau Bleichröder, Sie sind eine arme Frau. Tja, wir werden Sie jetzt allein lassen. Ich sollte Ihnen vielleicht doch noch etwas sagen. Mein Sohn hatte eine Beziehung zu einer seiner Angestellten. Ein junges Mädchen, das in seiner Buchhaltung arbeitet. Möglicherweise ist diese junge Frau für Sie im Sinne Ihrer Ermittlungen interessant. Ihr Name ist Daniela Zuber. Wer ist Bleichröder? Ist er bei uns bekannt? Wo ist die Firma? Wie heißt sie? Was stellt sie her? Hast du was gefunden über Zuber? Ja, es gibt eine ganze Menge Zuber, aber eine Daniela ist nicht dabei. Ah, na gut. Ich doch, was machst du denn noch hier? Das ist doch immer wieder sehr interessant für mich. Was ist daran interessant? Na, wie bei euch so eine Mordaufklärung läuft. Ja, sei froh, dass du nichts damit zu tun hast. Da, der Harry, der bringt dich jetzt nach Hause. Ja, komm, fahr mal. Ich habe schon viel erlebt, aber ich meine, so eine Reaktion einer Mutter auf den Tod ihres eigenen Sohnes, also nee. Ich meine, wie siehst du das? Für mich ist sie wie eine offene Frage, auf die es eine Antwort geben muss. Und ich möchte gerne wissen, welche. Eigenartig. Irgendwie ist es so, als betreffe das alles auch mich. Jetzt bist du für mich eine offene Frage. Bleichröder ist tot. Er ist gestern Nacht ermordet worden. Du hast es noch nicht gewusst? Sie haben es schon gehört? Ermordet worden. Von wem? Wie? Ja, das untersucht die Polizei gerade. Sie sind bei mir im Büro und möchten Sie gerne sprechen. Was, mich? Ja, bitte kommen Sie. Ja, ja, ich komme sofort. So, das ist jetzt Daniela Zuber. Guten Tag. Guten Morgen, Frau Zuber. Das ist Herr Klein, mein Name ist Derek, Leiter einer Mordkommission. Wir sind damit beschäftigt, einen Mord zu klären. Wissen Sie, wovon ich rede? Ja, ja, sie hat es eben gehört. Ah. Würden Sie uns mal bitte allein lassen? Kommen Sie.
Ist das richtig, dass Sie eben erst davon gehört haben? Ja, dass Herr Bleichröder ermordet worden ist. Was ist denn passiert? Herr Bleichröder, der kam gestern Nacht so gegen 23 Uhr nach Hause. Er stieg aus seinem Wagen aus und wurde von einem Unbekannten erschossen. Und warum wollen Sie mit mir darüber sprechen? Naja, wir haben gestern Nacht noch mit seiner Mutter gesprochen. Kennen Sie sie? Nein. Sie haben nie mit ihr zu tun gehabt? Nein. Ja, aber sie nannte uns ihren Namen. Sie sagte, ihr Sohn hätte mit Ihnen... Ja, sie nannte es Beziehung, eine Beziehung gehabt. Sie hat es aber nicht näher erklärt. Jetzt möchte ich gerne von Ihnen wissen, was war das für eine Beziehung? Wir sind manchmal miteinander ausgegangen oder ist zu mir auf Besuch gekommen. War es eine Art Liebesbeziehung? Wir haben miteinander geschlafen. Ist es das, was Sie wissen wollen? Sie waren seine Freundin. Ich meine, deshalb sind Sie natürlich interessant für uns. Ja, aber dann sagen Sie mir doch, was Sie von mir wissen wollen. Glauben Sie, dass ich mit diesem Mord zu tun habe? Ich habe nichts damit zu tun. Schauen Sie, was uns irritiert, ist Folgendes. Da wird ein Mensch erschossen. Die Mutter vergießt nicht eine Träne. Sie auch nicht. Warum nicht? Entschuldigen Sie, aber ich sehe nicht, warum ich das erklären muss. Ich weine nicht, weil mir nicht danach zumute ist. Kommen Sie bitte. Ach ja, Sie sind ein enger Mitarbeiter von Herrn Bleichröder, nicht? Ja, ich bin der Geschäftsführer. Ja, Herr Klein wird sich mit Ihnen unterhalten und ich nehme Frau Zuber mit. Sie nehmen sie mit? Ja, dann bringen Sie ja wieder zurück. Na ja, vielleicht sollte ich Ihnen auch noch sagen, dass wir hier alle ziemlich entsetzt sind. Das ist ein Verlust, den die Firma wahrscheinlich gar nicht verkraften wird. Mhm. Bitte sehr. Sagen Sie, Ihr Chef, dieser Herr Bleichröder, was war das eigentlich für ein Mensch? Tja, wie soll ich Ihre Frage beantworten, der Herr Bleichröder war ein sehr tüchtiger Mann, der genau wusste, was er wollte. Mhm. Was wissen Sie eigentlich über diese Beziehung zu Daniela Zuber? Es war seine Privatsache. Und über seine Privatsachen, da redete er nicht. Wehe dem, der das nicht respektierte. Büro Bleichröder. Ja, für Sie. Danke. Klein? Ich bin es, Sophie. Ich habe bei euch im Büro angerufen. Die haben mir gesagt, wo ihr seid. Wollen Sie mir nicht sagen, wo wir hinfahren? Ich werde Sie mit seiner Mutter bekannt machen. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich kenne diese Frau nicht. Sie werden eine sehr interessante Frau kennenlernen. Sophie, was machst du denn hier? Harry hat mir gesagt, wohin du fährst. Du kannst mich natürlich auch wieder wegschicken, wenn du willst. Ist das... Das ist Daniela Zuber, bitte. Darf ich Sie begrüßen? Sophie Lauer. Tag. Ich war gestern Abend dabei, als Frau Bleichröder befragt wurde. Kennen Sie sie? Nein, sie kennt sie nicht. Nicht? Ja, ich arbeite als Psychologin bei der Polizei. Ich gehöre in gewisser Weise dazu. Das ist seltsam. Schau mal. Sie steht an derselben Stelle, an der gestern Nacht Bleichröder erschossen wurde. Wer ist diese Frau? Das ist Daniela Zuber. Ich wollte Sie immer schon kennenlernen. Und jetzt sind Sie hier. Und mein Sohn ist tot. Warum bringt man Sie her? Ja, um herauszufinden, von welcher Art die Beziehung zwischen Ihrem Sohn und diesem jungen Mädchen war. Hat sie es nicht gesagt? Warum haben sie es nicht gesagt? Weil es von keiner Bedeutung ist. Dann erlauben Sie, dass ich mal Mutmaßungen anstelle, soweit ich dazu in der Lage bin.
Wenn Sie eine Beziehung zu meinem Sohn hatten, dann eine, in der das Wort Liebe nicht vorkommt. Eine Beziehung, in der das Wort Liebe nicht vorkommt. Was ist sie? Eine rein sexuelle Beziehung, wogegen nichts zu sagen ist. Die menschliche Natur hat nichts dagegen. Jeder bleibt, wer er ist. Nur geringe Unkosten, die man hat. Was für Unkosten hatten Sie? Hatten Sie welche? Hatten Sie keine? Haben Sie ihr erzählt, was ich, seine Mutter, über meinen Sohn gesagt habe? Nein, ich habe sie nicht erzählt. Dann hören Sie es von mir. Ich habe gesagt, ich liebe meinen Sohn nicht. Liebe und Güte waren Fremdworte für ihn. Ebenso wie Mitleid und Erbarmen Fremdworte für ihn waren. Sie sollten von ihr verlangen, dass sie sich die Jacke auszieht, dass sie ihre Bluse auszieht, dass sie alles auszieht, was sie hat, bis sie nackt dasteht. Fragen Sie sie, was man dort sehen würde. Einen brutal misshandelten Körper, kaum verheilte Wunden, Hämatome, die den Rücken bedecken und Wunden, die entstehen, wenn man jemanden, der auf dem Boden liegt, noch mit aller Gewalt in den Leib tritt. Das Gesicht hat er verschont. Sie muss ja arbeiten für ihn. Den Körper kann man verdecken, das Gesicht nicht. Bringen Sie sie ins Badezimmer und sehen Sie sich das an. Fantasiere ich? Sie haben das junge Mädchen vorher nie gesehen? Nein. Woher wussten Sie, wie das junge Mädchen aussah? Es hat mir jemand beschrieben, mit den Worten, die ich gebraucht habe. Hat er es richtig beschrieben? Ja. Es tut mir leid, dass ich darüber geredet habe. Ich hätte das nicht tun sollen. Bitte verzeihen Sie mir. Wer hat Ihnen das erzählt? Ein junger Mann. Er stand plötzlich vor der Tür. Bleichröder, ist das hier? Ich habe gesagt, ja, dann wollen Sie meinen Sohn sprechen. Nein, sagt er dann, Sie. Und dann hat er Ihren Körper beschrieben mit den Worten, die ich jetzt gebraucht habe. Sie müssen doch wissen, wer Sie so genau kennt. Darf ich mal telefonieren? Wen wollen Sie anrufen? Den Mann, der mich so gut kennt. Wir werden bleiben. Ja, bitte? Ja, hallo? Ich bin's, Dani. Sag mal, wo steckst du denn? Ich habe versucht, dich im Büro zu erreichen, aber man sagte mir, du bist nicht zu erreichen. Ich bin im Hause Bleichröder. Was? Was machst du denn da? Ich bin hier zusammen mit jemand von der Kriminalpolizei. Jetzt sag mir, was los ist. Er ist tot. Wer ist tot? Bleichröder ist tot. Er ist gestern Nacht gegen 11 Uhr vor seinem Haus erschossen worden. Hast du gehört? Hör zu, Dani, ich kann das einfach nicht glauben. Was ist los mit dir? Bist du in Ordnung? Erlauben Sie bitte. Hier ist Oberinspektor Derrick, Kriminalpolizei. Mit wem spreche ich? Mein Name ist Brenner, Hans Brenner. Bitte sagen Sie mir, was los ist. Bleichröder ist tot. Er ist erschossen worden. Von wem?
Jetzt lassen Sie mich mal fragen, das ist nämlich mein Beruf. Also, haben Sie Frau Bleichröder aufgesucht? Haben Sie ihr erzählt, wie eine junge Frau aussieht, die von einem Mann brutal zusammengeschlagen wird? Ja, das habe ich. Ich dachte, erzähl's deiner Mutter. Vielleicht bringt sie das Vieh, das sie auf die Welt gebracht hat, zur Vernunft. Bleiben Sie zu Hause, wir kommen vorbei. Kann ich Danny noch mal haben? Ja, ja. Danny? Ja? Dir wird keiner mehr wehtun. Ein entschiedener junger Mann, der es versteht, sich klar auszudrücken. Sie werden ihn aufsuchen? Ich werde ihn aufsuchen. Kommen Sie. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder zu mir kommen würden. Wann immer Sie Zeit haben. Ich rede gern mit Menschen, die solche Sätze sagen. Sie zittern am ganzen Leib, ohne es zu zeigen. Es fällt mir sehr schwer, es nicht zu zeigen. Bitte kommen Sie rein. Danke. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Weißt du, ich war so entsetzt. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Und dann kam ich auf die Idee, vielleicht hat der Mann eine Familie. Sind Sie der Kriminalbeamte, mit dem ich gesprochen habe? Ja, das ist richtig. Mit einer Mitarbeiterin. Was ist genau passiert? Bleichröder ist vor seinem Haus ermordet worden, so gegen 11 Uhr, wenn ich richtig verstanden habe. Gegen 23 Uhr, ja. Der Täter unbekannt? Noch unbekannt, ja. Und weswegen sind Sie hier? Nun, wir wissen inzwischen, dass, naja, zwischen dem Ermordeten und Fräulein Zuber so eine Beziehung, sagt man immer, bestand. Jetzt interessiert es mich natürlich, wie ist die Beziehung zwischen Ihnen und Fräulein Zuber? Für ihn war sie ein Sexualobjekt. Ich liebe sie. Aber da passt doch einiges nicht zusammen. Danny wollte die Beziehung zu Bleichröder lösen. Darauf ist er über sie hergefallen und hat sie in einer Weise misshandelt, die einem Mordversuch ziemlich nahe kommt. Haben Sie gesehen, wie sie aussieht? Ich habe es gesehen. War wohl kein Vergnügen für Sie? Nein. Für mich auch nicht. Ich fragte mich, gibt es irgendjemanden, der sich für diesen Menschen verantwortlich fühlt? Danny, deswegen habe ich seine Mutter aufgesucht. Was mir jetzt leid tut, ich habe die alte Dame ziemlich in Aufregung versetzt. Alles, was Sie da sagen, veranlasst mich zu der Frage, wo waren Sie gestern Abend gegen 23 Uhr? Im Theater. Mein Vater besitzt ein kleines Privattheater. Ich führe ab und zu Regie bei ziemlich nichtssagenden Stücken. Ja, und abends nach der Vorstellung bin ich meistens mit jungen Menschen zusammen, die das Theater lieben, aber ihre eigenen Texte sprechen wollen. Mein Experimentiertheater, wenn Sie so wollen. Und dort waren Sie? Ja, Sie können das gerne nachprüfen, wenn Sie wollen. Ich bin heute Abend wieder im Theater. Es werden wahrscheinlich dieselben Leute da sein. Hier. Oh. Unser Theater, unser Programm. Du bleibst doch hier, oder? Nein, ich möchte nach Hause. Aber warum denn nicht? Du musst zur Ruhe kommen und ich auch. Nein, lieber nicht. Ich sag dir, es wäre gut, wenn du hier bleibst. Wir bringen sie nach Hause. Ruf mich dann an, dann, ja? Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben. Ich stehe jederzeit zur Verfügung. Danke, sehr freundlich. Wiedersehen.
Ja, bitte? Bester. Sind Sie es? Meine Mutter schläft wahrscheinlich noch. Nee. Sie arbeitet nachts länger und deshalb schläft sie morgens. Bitte. Danke. Ich werde Ihnen sagen, dass du schläfst. Ich schlaf doch gar nicht. Denk aber, dass es besser ist, wenn du liegen bleibst. Ist auch was nicht in Ordnung? Nein, nein. Ich werde es dir erzählen, wenn der Besuch weg ist, ja? Bleibst du denn hier? Ja, ich bleib hier. Sag mir doch, was los ist. Bleichröder ist tot. Wie siehst du den Fall? Alles ist seltsam. Ja, und so still, nicht? Aufregend. Ich bin froh, dass du bei mir bist. Meine Mutter schläft noch. Wie gesagt, sie arbeitet nachts. Jedenfalls bittet sie dafür Verständnis zu haben, dass sie selbst sie nicht begrüßen kann. Tag einfach nicht zu gebrauchen. Tut mir leid, Dani, aber... ich sollte deinen Besuch doch begrüßen. Hat meine Tochter Ihnen gesagt, dass ich am Tag nachholen muss, wozu ich nachts keine Zeit habe? Ja, das habe ich, Mama. Das solltest du jetzt besser wieder zurückgehen. Nur, dass ich guten Tag gesagt habe. Ich wollte halt nicht unhöflich sein. Mama, ich habe alles erklärt. Komm, niemand hat dir was übernommen. Ich bin nicht weg. Unangenehm, dass ich da so einfach erschienen bin. Oh. Ich stell fest, ich hatte gar keine Schuhe an. Gott, sicher hast du es mir übel genommen, dass ich da so einfach barfuß rübergekommen bin. Nein, Mama, ich habe es dir nicht übel genommen. Komm, leg dich wieder hin. Aber es hat auch keinen guten Eindruck gemacht. Das musst du nicht so sehen, Mama. Du hast nämlich sehr hübsche Füße. Du versuchst immer gut zu mir zu sein, was dir schwer fällt. Nein, Mama. Es fällt mir nicht schwer. Natürlich weißt du es. Was weiß ich? Dass ich darauf angewiesen bin, dass du gut zu mir bist. Aber das ist doch überhaupt nichts Besonderes, seine Mutter zu lieben. Doch, das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Komm, leg dich hin und schlaf wieder. Ja. Und die müssen jetzt auch schlafen gehen. Mach dir darüber keine Gedanken, Mama. Die gehen gleich wieder. Ja. Ja, Dani. Danke. Bleichröder ist tot. Wo bist du, Harry?
Ich sitze hier an seinem Schreibtisch und nehme alle Anrufe entgegen. Ich erkläre den Leuten, wer ich bin und registriere Reaktionen. Ja, es gibt natürlich schon einige, die sofort auflegen, wenn sie Kriminalpolizei hören. Herr Pfeiffer, der steht neben mir, der Geschäftsführer, und übt sich in Loyalität. Auf gut Deutsch, er macht den Mund nicht auf. Ja gut, ich komme. So, ich hoffe, ich habe Sie mit dieser Bemerkung nicht beleidigt. Nein, nein. Na ja, dann ist es ja gut. Für Bleichröder lediglich ein Sexualobjekt. Aber dann ist da jemand, der Sie liebt, mit allem, was Sie sich wünscht. Gefühl, Hingabe. Genau so, ja. Ich meine, der hätte doch ein klassisches Motiv. Wie lange kennen die sich eigentlich schon? Nicht sehr lange. Herr Brenner ist da. Danke. Ich habe ihn herbestellt. Aha. Hartes Verhör? Nein. Das heißt, du nimmst ihn ernst? Ja. Ich gehe mit ihm mal rüber ins Café. Wir hätten gerne zwei Kaffee und Mineralwasser, ist recht? Gut. Ja, es ist angenehm, hier zu sitzen. Man kann sich gut unterhalten. In den Amtsräumen da drüben ist es so dunkel. Man fühlt sich dauernd bedroht, nicht? Ich soll mich nicht bedroht fühlen. Nein, nein. Schauen Sie, ich will doch nur von Ihnen wissen, wann und wo Sie dann Ela Zuber kennengelernt haben. Das interessiert Sie, ne? Ja. Okay. Ich lernte Dani in einer Disco kennen. Ein Zufall, dass wir miteinander tanzten. Gewöhnlich geht man in einer Disco, um nicht total allein zu sein, aber man ist es doch. Man tanzt miteinander, ohne sich zu kennen. Und trennt sich wieder, ohne sich zu kennen. Wir brauchten beide frische Luft und unterhielten uns. Sie sagte, du passt nicht hier rein. Ich sagte, du passt auch nicht hier rein. Sie fragte, was für einen Eindruck hast du von mir? Ich sagte etwas ganz Verrücktes. Ich sagte, du tanzt wie jemand, der nicht schreit, aber schreien möchte. Du tanzt und du schreist. Und was schrei ich? Vielleicht schreist du um Hilfe? Ich glaube, du bist verrückt. Warum nicht? Sie lächelte auch. Und beide hatten wir Angst vor dem, was gerade entstand. Wir sahen uns an. Und dann sagte sie, ich möchte bitte schlafen. Wir werden es nicht überschätzen. Nein. Ich werde es nicht überschätzen. Wenn man nie vorher weiß, ob man etwas vergessen soll oder nicht. Wir werden das in aller Ruhe abwarten. Okay? So in aller Ruhe weiß ich nicht. Erzähl mir was von dir. Ich hab ein Theater und... Ich erzählte ihr, wer ich bin, dass ich Theater mache und dass ich bemüht sei um neue Sprache. Der Begriff neue Sprache interessierte sie. Wieso neue Sprache? Es wird doch geredet, wie man immer redet. Man hört, was man immer hört. Ich sagte, das ist ja gerade. Irgendwo gibt es für jeden eine neue Wahrheit. Ich meine, eine eigene Wahrheit. Interessiert Sie, was ich sage? Ja, ja, sehr, sehr. Das Wort eigene Wahrheit regte sie auf. Sie fragte, gibt es eine? Ja, klar gibt es eine. Ich habe ihr dann das Theater gezeigt, sie wollte es sehen. Ich fragte sie, hast du jemals auf einer Bühne gestanden? Ich sagte ihr, dass es ein großes Erlebnis sei. Sie kam dann rauf, stand dann
der Bühne und sah in den leeren Zuschauerraum. Was fühlst du jetzt? Ich fragte sie, was fühlst du jetzt? Ich fühle mich angesehen, obwohl niemand da ist. Ich fand das eine gute Antwort. Dann erzählte ich ihr, womit ich mich beschäftige, dass ich zuweilen abends nach der Vorstellung mit jungen Menschen arbeite, denen ich sage, da ist eine Bühne, geht hinauf. Redet einfach drauf los. Macht euch die Texte selber. Redet, wie euch zumute ist. Nehmt keine Rücksicht. Eine Bühne ist ein Platz, auf dem man seine Gefühle laufen lassen kann. Ihr könnt heulen, jammern, schreien, wenn euch danach zumute ist. Und das haben sie getan, ja? Ja, das ist wie eine Therapie. Besonders für Menschen, die noch nicht wissen, wo sie sind, wer sie sind und die hilflos sind. Sie stehen da oben und werden alles los. Den Schrei, den jeder in sich hat und den er doch nicht los wird, obwohl er fast daran erstickt. Haben Sie ihr das alles gesagt? Ja, so wie jetzt Ihnen. Und während wir auf die Bühne schauten, meinte sie, es ist wie eine Klagemauer. Ich sagte ihr, das Theater ist immer eine Klagemauer. Das Urtheater. Das Urtheater war immer das Theater des großen Weinens, der Suche nach Trost. Sie sagte, ich brauche keinen Trost und auch keine Klagemauer. Sie konnte den Schrei nicht loswerden. Ich habe sie dann nach Hause gebracht und von Minute zu Minute begann ich sie mehr und mehr zu lieben. Wo wohne ich also? Allein? Nein. Meine Mutter lebt bei mir. Musst du morgen arbeiten? Ja. Ich fragte sie dann, was sie von Beruf sei. Sie sagte, dass sie in einer Buchhaltung arbeite, in einer Firma, in der ihr Chef ein Halsabschneider sei. Sie sagte, Halsabschneider. Ein Mann, der kaum zu ertragen sei. Und dann klingelte das Telefon. Sie wartete, wie jemand, der plötzlich kaum noch atmen kann. Ja? Das war ein Anruf aus einem Autotelefon. Jemand, der gleich raufkommt. Ja, dann gehe ich lieber. Nein. Bleib da. Ich blieb also. Sie sagte, Bleichröder ist es. Das ist Bleichröder. Ich sah den Mann und wusste sofort, das ist der Halsabschneider. Wer ist dieser Mann? Was haben Sie hier zu tun? Da war jemand gekommen, der sich benahm, als sei er da zu Hause. Bitte geh. Das war alles. Und dann haben Sie Bleichröder nie wieder gesehen? Nein, nicht einmal tot. Hätten Sie ihn gerne tot gesehen? Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, ja? Ja, ich hätte ihn gerne tot gesehen. Aber nur, um zu erfahren, was ich empfunden hätte. Was hätten Sie dabei empfunden? Ich fürchte, tiefe Befriedigung. Schluss mit der Plauderstunde! Sie sagen, Sie haben alles gesagt. Sie haben nicht alles gesagt.
Sie verschweigen etwas. Und ich will wissen, was Sie verschweigen. Sie waren gestern Nacht, waren Sie doch mit dem Theater, mit einigen jungen Leuten, die Ihnen bekannt sind, stimmt's? Herholen. Herholen. Alle herholen. Nicht hierher. Ins Theater natürlich. Kennt jemand von Ihnen den Namen Bleichholder? Den Namen Daniela Zuber? Alle kennen Dani. Auch der Name Bleichröder ist Ihnen bekannt. Dani war vor ein paar Tagen hier. Wir hatten uns alle zusammengefunden, wie fast jeden Abend. Da ist sie plötzlich aufgetaucht. Das war 2 Tage nach meinem Besuch bei ihr. Wir arbeiteten. Jemand stand auf der Bühne. Thea hatte sich in den Lichtkreis gestellt, als ich Dani sah. Ich ging auf sie zu. Ich sagte, ich habe dich 2 Tage lang nicht erreicht. Wo warst du denn? Siehst du, ich bin hier. Alles in Ordnung? Steht da jemand an der Klagemauer? Ja. Sie erzählt von einer, der man das Kind aus dem Leib herausgeprügelt hat. Darf man zuhören? Und dann sagte er, es gibt sowieso zu viele Menschen auf der Welt. Und da sah ich, dass Dani aufstand. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, was ich hier tue. Dass ich hier stehe. Und auch einfach was loswerden möchte. Ob es mir hilft, weiß ich nämlich nicht. Okay. Ich habe eine Mutter, die ich liebe. Es ist nichts Besonderes, eine Mutter zu lieben. Besonders, wenn sie davon abhängig ist. Sie ist davon abhängig, weil sie klein ist. Zart ist. Hilflos. Sie ist reines Gefühl. Aber damit gehört man nicht zu dieser Welt. Sie lebt in 2 Welten. In einer, in der wir alle sind. In der normalen. Was auch immer man darunter versteht. Und in einer zweiten. Einer selbstgemachten. Einer Heroinwelt. Das ist so wichtig. Und ich liebe sie. Ich arbeite für einen Mann. Ein gewissenloser Egoist. Er besorgt mir das Heroin, ohne dass meine Mutter nicht leben kann. Aber dafür will er mit mir schlafen. So oft es ihm beliebt. Und ob ich will oder nicht will. Ich habe ihm erzählt, dass ich mit dir geschlafen habe. Seine
Rauschgift. Gegen pausenlose Vergewaltigung eines Menschen, der seine Mutter liebt. Ich meine, das wäre natürlich schon ein Motiv für einen Täter. Stefan, ich möchte mal darauf. Die hier oben stehen, sind keine Mörder. Haben Sie hier einen separaten Raum? Nein, 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 nein. Bleiben Sie noch. Eine Theatergarderobe, sehr gut. Richtig, da hängen Sie ja die Kostüme. Der Liebhaber, der Intriganten, der Helden, der Bösewichter. Also wir sind richtig. Was suchen wir? Wer im Kostüm des Mörders herumläuft. Ich habe da einen Satz im Ohr, Sophie. Und zwar hat Frau Bleichröder gesagt, besuchen Sie mich mal, wenn Sie Zeit haben. Mach das. Sprich mit ihr. Und immer unter dem Grundsatz, dass sie die Mörderin sein könnte. Harry, kümmerst du dich mal um diesen Geschäftsführer von Bleichröder? Denn der muss bestimmt gewusst haben, woher das Rauschgift kommt, weißt du? Ja. Wenn er im Bett liegt, hau raus. Ganz einfach. Und sprich mit ihm, als ob er... Er weiß, wer der Mörder ist. Okay. Nein, ich möchte noch mit Ihnen reden. So, als ob Sie der Mörder wären. Guten Abend. Guten Abend. Nehmen Sie Platz. Danke. Wie jung sind Sie? Ich meine nicht die Jahre. Sie hatten noch keine Gelegenheit, sich schuldig zu machen. Was noch kommen wird, glauben Sie mir. Jeder Mensch gerät in Schuld im Laufe eines Lebens. Sie sagten, dass ich Sie jederzeit besuchen kommen könnte. Und jetzt tun Sie es. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, jeder Mensch macht sich schuldig im Laufe seines Lebens? Es gibt natürlich auch Heilige. Der normale Mensch ist kein Heiliger. Und Sie sind ein normaler Mensch? In Anbetracht der Tatsache, dass niemand genau weiß, wer normal ist und wer nicht normal ist, ebenso wenig wie niemand weiß, was gut und was böse ist. Einverstanden, Psychologe? Gut und Böse sitzen nebeneinander auf Stühlen und jeder versucht, dem anderen den Platz wegzunehmen. Sie sehen, ich begebe mich auf Ihr Gebiet. Für mich ist die Psychologie ein Schlangennest. Müssen Sie jetzt nicht telefonieren? Nein. Ich sagte, Frau Bleichröder, Sie müssen wissen, wer Ihr Sohn ist und was er tut. Was er mit Menschen tut, die ihm ausgeliefert sind, die sich nicht wehren können. So wie das Mädchen sich nicht wehren kann, das in seiner Buchhaltung arbeitet. Warum wehrt sie sich nicht? Weil sie eine Mutter hat, die heroinsüchtig ist. Und wer besorgt ihr den Stoff? Ihr Sohn, Frau Bleichröder, Ihr Sohn besorgt ihr die tägliche Ration. Und er bezahlt sich selbst mit einer Tochter, die er missbraucht. So oft er will und wie er will. Mit einer Tochter, die ihre Mutter liebt und sich nicht wehren kann. Die er sich gefallen lassen muss, halb tot geprügelt zu werden. Ja, und dann
habe ich ihr beschrieben, wie der Körper einer Frau aussieht, die man halb tot geprügelt hat. Mitkommen? Das müssen Sie mir aber schon ein bisschen genauer erklären. Bin ich verhaftet, oder was? Nein, nein, Sie werden in einem Verhör gebraucht. Und da werde ich zwangsweise vorgeführt. Aber nein. Ich frage Sie, ob Sie uns helfen wollen. Es geht um den Mord an Ihrem Chef. Ich meine, Sie werden uns doch Ihre Mitarbeit nicht verweigern wollen. Nee, nee, na, natürlich nicht, klar. Sie wissen, wer da kommt? Dann gehen Sie an die Tür. Stefan, ich glaube, sie hat es getan. Ich weiß nur nicht, wie. Kommen Sie. Guten Abend, lieber Freund. Wer kommt noch? Ich habe von Ihrem Theater gehört. Ich glaube, hier geht jetzt auch so eine Art Vorhang auf. Wer tritt als Erster auf und spricht seinen Text? Sie? Der Tag, an dem Sie es erfuhren, Ihre Aufregung. Wie groß, wie stark, wie intensiv war sie? Sie war sehr stark. Sie wurde immer stärker. So stark, dass ich dachte, etwas muss geschehen, weil ich sonst nicht weiterleben kann. Ich sprach mit Herrn Pfeiffer über das, was ich gehört hatte. Er wusste davon. Ich sagte, das muss beendet werden. Was sagten Sie darauf? Nein, ich sagte, beenden? Wie denn beenden? Glauben Sie denn, Ihr Sohn hört auf mich? Für den bin ich ein Stück Dreck wie jeder andere. Ein Stück Dreck wie jeder andere. Ich sagte, woher bekommt er das Heroin? Er wusste es. Ja, jetzt erzählen Sie aber auch weiter, ja? Soll ich es tun? Ja, tun Sie es doch. Es drängt Sie ja danach. Frau Bleichröder sagte zu mir, wenn Sie die Leute kennen, die mit Heroin handeln, dann sagen Sie ihnen, dass mein Sohn die Geschäftsbeziehungen abbricht. Das war noch nicht alles. Nein, das war noch nicht alles. Sie sagte, dass auch... Ich sagte, teilen Sie den Leuten mit, dass mein Sohn nicht nur seine Geschäftsbeziehungen aufgibt, sondern dass er auch ihren Namen der Polizei bekannt geben wird. Ich sagte, ja, wissen Sie, was das heißt? Das heißt, die bringen den um, die werden den beseitigen, ermorden, weil die gar keine andere Wahl haben. Ich habe Ihnen zugehört. Wie lange? Nicht lange. Und dann sagte sie zu mir, tun Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Haben Sie es getan? Ich konnte doch gar nicht anders. Mhm. Es war Nacht. Eben hatte mich mein Sohn angerufen. Ich komme jetzt nach Hause. Ich stand da und wartete. Ich versuchte zu hören, meine eigene Stimme zu hören. Ich wollte hören, was sie sagte. Sie sagte nichts. Dann hörte ich einen Wagen vorfahren. Harry, nimm bitte Herrn Pfeiffer mit. Wir brauchen alle die Adressen, weil wir eine große Aktion machen heute Nacht. Danke.
Ja, Sie können gehen. Sophie. Sie nicht verurteilen kann. Werde ich damit eine ruhigere Zeit haben? Nein. I shall.